Hallo Leute, heute habe ich einen Impfungstermin und bevor ich losgehe, will ich euch zeigen, welche Unterlagen man zum Impfzentrum mitbringen muss und wie läuft die Impfung ab. Wenn ihr noch keine Impfung bekommt, kann schon wissen, was sich man darauf vorbereiten muss. Der Termin wurde in 2 Tage aufgeteilt, dazwischen dauert 6 Wochen. Und jedes Mal kannst du selber Unterlagen mitbringen. Zuerst ist ein Ausweis. Für Ausländer kann sein, dass es Aufenthaltstitel oder Pass. Zweiter ist Arbeitsbescheinigung. Falls du in Berlin Impfung machen möchtest, aber in anderen Städten angemeldet hast, musst du nochmal Arbeitsbescheinigung von der Firma in Berlin haben. Dritter, Erklärungsblätter und Anamnese, die du zu Hause ausdrucken und erfüllen. Wenn du dies alles vorbereitet hast, können wir losgehen. Das Wetter war heute in Berlin sehr schön und es gab wenige Leute auf der Bahn wegen Corona. Wenn ich da war, gab es schon viele Leute dort. Man muss vor Eingang Ausweis zeigen. 2000 years later. Hallo Leute, ich war gerade geimpft worden und also Video ist verboten, deswegen ich habe diese in diesem Zentrum Video gemacht. Das dauert ungefähr 45 Minuten, weil du musst zuerst anmelden und dann zu einem Warteraum gehen. Dort gibt es einen Begleiter. Wir zwei zusammen warten, Astercom. Und dann Astercom fragst du, ob du Allergie hast oder zu welcher Frage über diese Impfstoffe. Okay, auf jeden Fall nach dieser Impfung musst du 15 Minuten warten. Du kannst in einem Beatmungsraum Wasser trinken, sitzen, ruhig bleiben. Schau mal, ob du hast einige unangenehme Gefühle. Und dann kannst du nach Hause gehen. Und jetzt kannst du einen Impfpass von deinem Hausarzt bewerben. Wenn du unangenehmes Gefühl hast, kannst du anmelden an deinen Hausarzt oder einfach rufen Impfzentrum. Okay, das ist alles, was ich heute erlebt habe. Bis nächstes Mal. Tschüss.